Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Schwatti von der Test Area und heute habe ich wieder eine kleine Mod-Vorstellung für euch. Und zwar sogar in einer separaten Kategorie Thunder 01 Mods. So, da ist schon ein bisschen was drin, aber heute soll es um den 9 RX Series von John Deere gehen. 428.500 Euro in der Anschaffung. 1517 bis 1670 PS, lastgeschaltet, 1490 Liter Tankinhalt für diese 73 km/h auf der Straße, 25 Tonnen Eigengewicht. Wir gehen mal rein und wir gucken mal. Es gibt hier verschiedene Designs, die wir uns aussuchen können. Einmal EU und einmal US Design. EU, ne? In der EU muss ja alles immer vorsichtig ausgeschildert sein. So, EU und US Design. Wir haben 1517 PS, können die Motorausführung konfigurieren. 9470 RX, 9520 RX mit 1572 PS. Kostet ein bisschen was mehr. Dann haben wir den 9570 RX mit 1627 PS. 1627, bin ich doof? 1670 PS. So, 9620 RX, 1627 PS, der 9570, jetzt habe ich's. Und der 9620 mit 1670 PS, also manchmal, ne? Und dann sind wir auch schon wieder am Anfang. Wir nehmen natürlich den größten Motor. So, Bandlaufwerk, Standard. Oder breites Bandlaufwerk können wir uns aussuchen. 3 Meter. Standard 2. Schnieke. Breit 2. Ha, Schluffen. Und 3 Meter 2. Standard 3. Schaut es euch mal an. Breit 3. Standard 4. Das wird ja immer breiter, ne? Breit 4. Oh, da hat man aber gesehen, ne? Da wird auch die. Da ändert sich auch die Bodenfreiheit. Ein bisschen. Also Breit 4 ist schon. Ja, ne? Und dann sind wir wieder bei Standard. Ich behalte mal Breit 4. Wir dürfen Hautfarben. Hauptfarben, nicht Hautfarben. Hauptfarben aussuchen. Da haben wir wieder verschiedene zur Auswahl. Designfarben dürfen wir uns aussuchen. Nehmen mal ein Rot. Noch eine Designfarbe. Dann nehmen wir ein Grün. Und noch eine Designfarbe. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir ein Schwarz. Ja. Und Felgenfarbe dürfen wir uns aussuchen. Ich nehme mal ein Navy Blau, obwohl das passt hier nicht. Ich nehme mal ein helles Grün. Damit der Kontrast gegeben ist. Kennzeichen kann man natürlich wieder personalisieren. Und 511.000. Ja, aber hör mal, da ist 1670 PS, ne? Das ist nun mal. So, wir gehen mal in die Nähe, gucken, John Deere, und wie das alles glänzt. Ne? Also ich würde sagen, hier kann man sich austoben. Und das so richtig beim Individualisieren. Ja. Und jetzt schmeißen wir mal die Maschine an. Es ist kein von Zander so bekannter Anti-Greta-Traktor, wie man sieht. Ja, da muss man aufpassen mit den Kurven. Wir gehen mal eben auf gerade Strecke mit dem Schmuckstück. Also, wenn ich hinkomme. So. Da ist Beschleunigung hinter. Aber fragt nicht nach Sonnenschein. So. Ausrichten und gib ihm. Zack, 73. Also das ist nicht nur ausgewiesene Power, die nur auf dem Papier steht. Ihr wisst das vom Zander. Wenn da
1600 PS draufstehen, sind da auch 1600 PS drin. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Was ein Monster. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Sander und ich freuen uns schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal, motiviert mich und kommt am Ende uns allen zugute. Ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.